Peter Altmaier, also ja, kaum ein Minister ist derzeit wohl so umstritten. Schüler haben vor seinem Ministerium ihn ausgepfiffen. In Unternehmerkreisen soll Altmaier als Totalausfall bezeichnet werden, schrieb die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Und die Start-up-Branche nennt ihn schon mal eine Katastrophe. Frau Professor Welter, wie ist Ihr Blick auf den Minister? Man müsste eigentlich auch mal nicht nur die Person betrachten, sondern auch die Rolle des Ministeriums. Insgesamt. Ja, das Wirtschaftsministerium ist immer ein Ministerium, was so ein bisschen hinten dran hinkt. Nur man müsste sich mal wirklich fragen, wo liegen denn da die Kompetenzen? Ich beziehe das jetzt mal auf meinen Forschungsbereich, auf den Mittelstand. Für mich ist Mittelstandspolitik Querschnittspolitik. Das heißt, ein Wirtschaftsministerium müsste ressortübergreifend Kompetenzen haben. Da müsste dann eben nicht nur ein Programm aufgelegt werden, da müssten Rahmenbedingungen wirklich gestaltet werden können. Und da muss man sich mal anschauen, wo liegen denn die Kompetenzen dafür. Sie wollen darauf raus, dass eben immer wieder auch mit dem Finanzministerium Rücksprache gehalten werden muss, oder ob überhaupt die Gelder dafür da richtig, sind. Richtig, oder auch mit anderen Ministerien. Aber dann nochmal zurück zu meiner ersten Frage, ja, wenn ich darf. Ja. Wie ist die Rolle von Peter Altmaier? Füllt er das so aus, wie Sie es sich wünschen? Dazu muss man wissen, dass Ihr Institut natürlich auch Gelder des Bundesministeriums bekommt. Aber ich frage Sie trotzdem ganz offen. Nee, wir sind Zuwendungsempfänger. Das sind auch andere Institutionen. Also da ist ja nichts Anrüchiges hinter. Ich bin der Meinung, was gut ist an diesem Prozess jetzt mit der Industriestrategie, er hat einen Prozess angestoßen, in dem tatsächlich mal diskutiert wird. Wann müsste man schon lange zurückdenken, wann wurde mal in Deutschland über Wirtschaftspolitik so intensiv diskutiert? Ja. Die Frage für mich ist allerdings, warum ein Teil dieser Diskussion nicht im Vorfeld stattgefunden hat. Und was für mich die ganz große Frage jetzt auch ist, inwieweit wird zugehört, inwieweit werden Sachen jetzt auch tatsächlich nach diesem Kongress nochmal überdacht und dann in der Strategie, die im Herbst verabschiedet wird, auch geändert? Nun scheint aber das Beil der Wahrnehmung über ihn ja in der Wirtschaft offenbar schon gefallen zu sein. Können Sie uns erklären, warum er so katastrophal wie vielleicht noch kein anderer Wirtschaftsminister vor ihm so wahrgenommen wird in der Wirtschaft selbst? Wenn ich das auf die Industriestrategie beziehen darf, weil da hat sich die Diskussion ja rum entspannt, dann ist es ganz schlicht und einfach, er verkennt die Beiträge von denjenigen Unternehmen, die Deutschland ausmachen. Und das sind die mittelständischen Unternehmen, beziehungsweise er beschränkt sie sehr stark ein. Und die Industriestrategie, man hat in vielen den Eindruck, sie ist sehr stark auf Großunternehmen ausgerichtet. Professorin Friederike Welter, vielen Dank, dass Sie hier bei uns im Phoenix-Studio waren.